Das ist jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit, aber es ist auch nicht ganz intuitiv im Vergleich zu anderen Windows-Anwendungen. Aber man muss dazu auch sagen, DaVinci ist doch keine Windows-Anwendung. Normalerweise, wenn du zu einem anderen Projekt wechseln willst, dann vermutet man diese Option, wie man das sonst immer im Windows hat, unter File und dann Open Project oder irgendwie Switch to Project, sowas. Und das gibt es hier aber nicht in dieser Leiste. Das findest du unten im Home-Button. So, und zwar, ich sage Home-Button, weil das hier ein Haus ist. Das ist in Wirklichkeit der Projektmanager. Den kann man anklicken und dann sich zum Beispiel ein anderes Projekt aussuchen, anderes Tutorial zum Beispiel, und mit Doppelklick öffnen. Hier fragt er mich, ob ich das Bestehende speichern will oder nicht. In dem Fall nicht, weil ich da habe dort nichts gemacht. Also Don't Save. Und dann öffnet er mir dieses neue Projekt. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Mein Name ist Sofia und falls du weitere Tutorials rund um DaVinci Resolve sehen willst, dann abonniere doch gerne diesen Kanal.